Pause und alles. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade gar nicht, als ich mir das angeguckt habe da oben, ob wir da hoch wollen. Wieso? War das nicht einfach nur wieder so eine Plattform? Ja, da oben ging es noch weiter auf jeden Fall. Okay. Bin ich jetzt gerade irgendwo hingerannt, wo falsch ist? Ne, ist richtig. Du musst da hinten rechts. Da. Ah ja, da. Das stimmt. Warum haben wir eigentlich dieses komische Ding auf dem Kopf? Das macht doch gar nichts. Hallo? Das ist ein Rotkäppchen, ja? Oh, wir haben eine große Last. Ja, weil ich die krassen Handschuhe dann genommen habe. So. Ah, ist dann ausgleichen. Komm. Oh. Das war die schlechteste Nummer, die ich haben konnte. Komm, du bleibst auch da stehen, oder? Ja, okay. Ne, das ist alles gut. Oh, wie nichts gemacht. Leise, leise. Du läufst jetzt schneller, damit du aufholst. Ist das dein Ernst? Ja, die wissen schon, was sie tun. Jetzt läuft er wieder langsamer. Das ist ja Wahnsinn. Hier, jetzt über die Zap. Alles klar. Da ist er gepult. Da ist er gepult, der Bub. Der Bub. Vor allem jetzt habe ich beide. Ich habe keinen gebackstabbt. Hm. Okay, hätte besser laufen können. Aber. Mensch. Als ob du mich da getroffen hast. Ich stand hinter dir, Alter. Ich wollte dich gerade backstabben. Ha! Das ist so frech. Ah, das ist ein komischer Wind da um ihn rum. Okay, dass der drüber geschlagen hat. Ach, wird Leben gerettet. Ich häng fest. Ich kann nirgendwo hin. Oh, das ist ärgerlich. Konntest geradeaus wieder rauslaufen. Nein. Jetzt ist hier aber mal Schluss. Hat die Schnauze voll. Alter, der Typ ging einem ja richtig auf die Eier. Holy, holy Macaroni. Good job. Ist da oben jetzt noch irgendwas? Ach, du hast gesagt, du willst. Gehen wir mal gucken. Ich meine, unten geht es natürlich auch weiter. Keine Ahnung, trennt sich hier wieder. Ach, guck mal, da kann man auch noch drauf springen, natürlich. War da was in der Ecke? Da habe ich mir das eingebildet. Da, ah. Ja, wo kommt man von hier aus hin? Das ist eine andere Frage. Macht sich Zukunfts-Christian Gedanken drüber. Ja, vielleicht da rein. Für fünf Cookies kann man ja mal hier ein bisschen umprobieren. Okay, wir gehen in die Kirche rein. Hallo Gott. Meet Gott. Da ist ein NPC. Hello there. Nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. Roger. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something. Here in the castle, dein Penis? When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune. Yeah.
You can see it then, I take it. The guidance of grace. Yeah. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Aha, er kann uns geile Kriegsaschen gönnen. Aber das sind alles magische Kriegsaschen, die uns natürlich nicht so viel bringen. Mich würde mal interessieren, ob der jetzt hier bleibt oder einen Abgang. Eigentlich müsste er einen Abgang machen. Kommst du nicht jedes Mal hier hin? Ja, das ist wahrscheinlich echt nicht so der optimalste Ort. Außer hier ist noch irgendwo ein Ort der Gnade. Heißt ja nicht Feuer. Das hier sieht mir noch Ort der Gnade aus. Hier waren wir ja. Also wir sind einmal im Kreis gelaufen jetzt. Aber ging es oben nicht noch weiter? Also hier ein oben. Anderer Weg. Oben auf der Kirche drauf gab es noch einen Weg. Oh, das gucken wir mal eben. Ja. Aber hier ist vielleicht auch im Kreis. Von daher wäre das dann ja der einzige Weg. Okay, das wäre ja hilfreich. Ja, perfekt. Das ist ein Loop. Optimal. Ein Weg weniger, den wir nachgehen müssen. Also wir sind nicht die Einzigen, die mit dem Problem haben. Guck mal, Ozu Kailan hat jetzt auch gesubbt. Der zwischendurch immer so Tipps gegeben hat, wie, dass wir dieses Ding kaufen sollen. Ja, Dankeschön. Also wenn ich benutzt haben und es 5000... Ich verarsche dich nur, alles gut. Ich weiß das. Du konntest natürlich nicht an, dass wir den so viel später machen. Vielen Dank für den Sub. Genauso wie Kampflauch. Ebenfalls ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Ist das in der Kathedrale? Und Klaus Malzbier hat auch nochmal 5 Subs verschenkt. Vielen lieben Dank. Der Klaus, der ist heute aber Carry. Klaus carried. Ich glaube, das ist tatsächlich unser... Hier ist noch... Oh Gott. Aber das Loch da war in der Kathedrale, oder? Ja, und hier sind auch so mehrere Wege extra, wie man da runterkommt. Wenn ich das so richtig... Sah das so aus in dieser scheiß Kathedrale? Oder? Was muss ja, oder? Es muss doch so sein. Wir gehen jetzt hier hoch. Das sieht so aus. Mhm. Genau. Genau. Bomberkranichen. Hat die mich denn getroffen? Verdammt gute Frage. Mit den Dingern unten dran ist unter mir durchgeflogen. Mein Tipp ist, in eine Richtung davon kommen wir wieder zu unserem Feuer. Nicht ausgeschlossen. Oh mein Gott. Alter, das war gut. Warum nicht? War doch Damage, Alter. Oh, ein zweier Schmiedstein. Immerhin. Da müsste unser Feuer sein. What the fuck? Was war das für ein Move? Der 360 No-Scope, Junge. Der ist einfach einmal so rum und hat dann so zugehauen. Aber krass. Ja, das war in der Tat crazy, motherfuckerig.
Alter. So, ich geh mal hier, ich muss meinen Müll wegbringen. Ja. Ich schnapp mir auch noch ein Rebüllchen. Ketchup muss wieder in den Kühlschrank. Komm mal her. Musst du nicht weit laufen. Da immerhin. Jetzt muss ich überlegen, wo es weitergeht. Außer ganz unten. Na, über die Dächer gab es noch einen anderen Weg, oder? Nein, über die Dächer gab es noch einen anderen Weg. Ich kann mir vorstellen, dass wir da alles abgearbeitet haben. Brauchst du noch was? Nee, danke. Soll ich das da mitnehmen? Ja. Moment. Gerade ist ein schlechter Zeitpunkt, aber jetzt kann ich dir... Achso, nee, das kannst du hier lassen, aber das kannst du mitnehmen. So, da unten waren wir. Ich will dahin, wo ich vor Ewigkeiten gestorben bin. Christian hat mich dahin geführt. Und zwar hier rum. Heißt in Chris Stuhlpeter. Dankeschön, Klaus. Gerade muss nicht sein. Und hier in the Zone. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, scheiße. Hat Christian in meine Tastatur gebissen, ne? Er hat da schon ganz schön viel verraten, Chat. Hat versucht zu überspielen, aber... An mir kommt nichts vorbei. Ein paar erzählen immer zu viel. Ist so verwirrend, dieses Level. Ja, komm du mal her, du. Komm du mal her, mein Freund. Da unten könnten wir auch sein. Rein theoretisch. Da gibt es auch einen Weg hin. Da ist, glaube ich, das Tor. Also, aus einem dieser Türen haben wir rausgeguckt. Vielleicht sogar aus der, weiß ich aber nicht. Und da ist vielleicht das Tor oder ein anderes Tor. Ne? Das ist noch ein anderes Tor, ne? Das ist noch ein anderes Tor, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, bin verwirrt. Darauf können wir uns einigen, Chat. Bin verwirrt. Und er ist tot. He's dead. Hier sind viele Wege. Da konntest du übers Dach weiter. Ja, das habe ich gesehen. Ich gucke nur Alternativen gerade. Hier kann man auch runter, zum Beispiel. Man kann auch da drauf. Rein theoretisch, wenn man will. So hier so. Aber hier ist nichts. Hier bin ich gestorben. Und da ist die Leiter wieder hoch.
Oh, das war nice. Ja, hier waren wir schon. Und da vorne sind wir gestorben. Danke, Ozu-Kailan. Da vorne sind wir gestorben. Und dann sind wir nicht weitergekommen. Und dann sind wir einen anderen Weg gegangen. Deswegen ist das hier neu. Die Leiter ist noch interessant. Da oben ging halt auch noch ein Weg über das Dach. Das ist schon hier echt eine komplexe Angelegenheit. Weil hier, genau, da vorne ist nämlich Mr. Ritterman. Und hier rechts versteckt sich Mr. Ritterman. Und an dem sind wir verreckt. Das war das Problem. Double Ritter ist die Schwierigkeit. Oh, ich glaube, ich habe ihn schon getriggert. Habe ich ihn getriggert? Magst du kommen? Ich bin da. Ja, sehr gut. Das war ein Arschloch-Move. Klaus Malzbier hat gerade schon wieder richtig viele Stars verschenkt, oder? Klaus Malzbier ist heute wahnsinnig. Auf eine, aus meiner Perspektive, positive Art und Weise natürlich. Schild der Verbrannten. 25 Stufe 1 Subs hat Klaus Malzbier gerade nochmal an die Community verschenkt. Vielen lieben Dank. Da ist die Kamera. Da muss ich reingucken. Vielen lieben Dank, Klaus. Puh. Wir haben ein neues Schild gefunden, nämlich Schild der Verbannten. Ein hoher, mittelgroßer Metallschild der Ritter, die durch Verfehlungen oder unglückliche Umstände ihre Heimat verlassen mussten. In die Randgebiete verbannt, waren sie gezwungen, allein und verzweifelt ein neues Leben aufzubauen. Ja. Im Kühlschrank. Also vor der Tür links ist der Abstellraum und da drin steht ein kleiner Kühlschrank, ein Getränkekühlschrank und da sind Red Bulls drin. Ist hier noch einer versteckt? Nee, ne? Nur noch wir beide, hä? Das waren gar nicht mal die passende Kombination, die ich drücken wollte. Aber nice try von mir. So kurz. What she said. Nice one. Easy getankt. Du kannst aus eurer Küche auch das Licht im Wohnzimmer ausmachen, ne? Ja. Da fand ich erstmal das komplette Licht ausgemacht. Oh. Aus Versehen. So, ups, scheiße. Hoppala. Okay, Christian, ich habe den Weg wieder hierhin gefunden, wo ich ganz vorhin gestorben bin. Vor Ewigkeiten. Ja, da weiß ich noch, wie ich vom Dach aus dahin gekommen bin, weil das war ja, wo der Ritter hinter der Brücke war. Genau. Und die habe ich jetzt gemacht. Nice. Und da ist der blutige Eiterfinger. Ja, wir wollen nichts invaden. Alter, wie viele Finger kann das eigentlich geben, Alter? Ja, das war keine ernst gemeinte Frage. Ich will nicht Objekte herstellen. Inventar. So. Ach so, das ist immer noch die Endweltgeschichte, deswegen hast du das auch logischerweise gesagt. Ah ja. Klar. Das ist richtig. Boah, da könnte man drüber springen, glaube ich. Aber was? Wo willst du denn hin? Ja, nee, da rutscht er ab. Keine gute Idee, glaube ich.
Auf der Karte muss ich übrigens sagen, auf der Weltkarte sieht dieses Burgending einfach minimal klein aus. Ja, das ist nicht klein. Im Gegensatz zu dem, was das tatsächlich ist. Das ist ein ganzer Teil, ein ganzer Dark Souls Teil ist diese Burg. Dieses No-Fall-Damage-Prinzip finde ich ziemlich geil. Das haben die gut umgesetzt, gerade dadurch, dass du so viel springen kannst. Weil alleine das, was Peter gerade runtergefallen ist, würde dir ansonsten schon echt gut Schaden machen. Von der anderen Seite einen Schlüssel benutzen? Wahrscheinlich. Du kannst da die Wölfe rufen. Meine Theorie ist jetzt, dass also langsam kommen wir halt wirklich. Ja, warte mal. Da ist halt das Haupttor. Tor. Da ist das Haupttor. Okay, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Falsche Richtung. Ja, ich meine, hier sind natürlich auch Items und Gegner und so weiter und so fort, aber wenn ich jetzt hier runterspringe und nicht wieder ordentlich hochkomme, dann ist das auch scheiße. Hm. Wenn ich die komplette Armee bekämpfe. Du musst ja dann da hinten durch. Ja, geil. Naja. Aber wo willst du jetzt sonst hin? Er hat gerade noch einen Weg. Achso, aber ne? Nee, da willst du nicht runter. Ja, hier wollen wir nicht runter. Ich habe noch einen Weg. Ah. Oh, leck mio, ey. Wo kommen wir denn hin, wenn wir da hinten durch das Tor gehen? Oder müssen wir durch dieses Tor? Da ist ja noch ein Tor. Oh Gott. Das sind Fragen über Fragen. Die werden wir nur rausfinden, wenn wir da hingehen. Ja. Also, dass da ein Loch in der Mauer ist, ne, das hat doch auch wieder irgendwas zu sagen. Das ist noch nicht was. Jetzt haben wir hier dieses geile Item geholt. So. Dankeschön, Dennis. Sanzing Resub hat danke für die Unterhaltung gesagt. Vielen Dank. Hier können wir natürlich runterspringen, um durch dieses Tor zu gehen, was ich auch nicht kenne. Das ist zumindest relativ weit oben, also wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber warte mal, in welche Richtung gucken die denn? Weil theoretisch, hätte ich gesagt, müssen wir durch dieses Tor, wenn wir von ganz unten oder so kommen. Denn die stehen in die Richtung, als würdest du von da kommen. Ja, genau. Das heißt, hinter dem Tor ist Progress. Ja, okay. Pass auf. Dann gehen wir hier die Leiter hoch. Ich weiß nicht, was mit... Klaus Malzbier ist wieder am Start. Dankeschön. Klaus Malzbier ist insane. 10 Abos und insgesamt 115 verschenkten Abos. Langsam wird's strange. So, pass auf. Hinter dem Tor ist Progress. Das wäre dann ja... Hier, wo immer noch alle sind auf dich warten. Das heißt, du musst weiter. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. In welche Richtung geht das so weiter? So, oder? Da hinten hin. Ja, deswegen der Weg, den ich. Ja, genau, das wäre jetzt noch der Weg, den ich noch offen hätte. Jo, hier war ich auch schon mal. Hier habe ich ein Item eingesammelt bei dem Typ, der da sitzt. Ich meine, klar, du kannst jetzt versuchen, die zu machen, aber am Ende gehst du halt mit dem... Oh, da unten ist ein Item drin. Ich glaube, da muss ich rein. Ja, oder darunter. Ja, okay. Da werden mehr als einer auf dich warten. Würde ich jetzt standardmäßig mal sagen. Oh. Wow, ein Holz. Wie viele Holzschilde wir jetzt schon haben. Das ist doch Quatsch. Großschilde bieten eine hohe Schadensresistenz und können Angriffe mit Leichtigkeit abwehren. Ja, hatte der auch 100 Dings? So. Für ein Großschild? Nö, 79. What the fuck? Ihr benutzt doch keine so. Ja, so, jetzt sind wir gefickt. Ja, jetzt sind wir nämlich in der Area, wo alle sind. Okay, aber du kannst die ja umlaufen. Da liegt übrigens mehrere Items mitten in den drin. Ich wette, die sind alle scheiße. Ich werde da nicht gegensetzen. Und wenn du jetzt rechts da vorbeigehst, dann sind wir doch alle... Ich glaube, den haben wir getriggert. Oder auch nicht. Ja, doch, haben wir, aber der rennt weg. Nichts zu sehen. Alles easy. Guckt einfach weiter stur in Richtung Tor. Nein. Der Dicke hat dich gesehen. Nein. Ah. Das ist aber doof jetzt. Was auch immer das ist. Oh, das war ein Fehler. Okay. Oh, da ist ein Feuer. Fick. Der verschwindet nicht.
Das ist eine Überraschung für mich. Was ist denn, wenn ich mich da dran setze? Ja, dann verschwindet der, aber du hast dich ja nicht dran gesetzt. Beim ersten Mal aktivierst du das ja so. Das ist ein guter Punkt. Oh, das war geil. Ich muss... Ja, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Oh. Ah, schön. Okay. Okay, Moment. Jetzt kannst du natürlich nochmal gucken gehen. Ja. Erneut. Oh Gott. Friedestein 1. Ja, das ist gut. Brauchen wir auch. Da kann man runterspringen. Da drüber springen. Und dann? Ja, weiß ich nicht, aber das geht, glaube ich. Geh einfach den normalen Weg erstmal weiter. Das ist sehr tief. Ja, das könnte man als normalen Weg interpretieren. Oder halt. Ich will mal gucken, wo der Aufzug hinführt. Da ist auch noch eine Tür. Guck mal, wie viele Rüstungen. Können wir da nicht einfach eine von nehmen? Mm-mm. Alter, wie die gewurzelt hat. Okay, können wir die Tür öffnen? Denke nicht, oder? Nein. Okay. Gut. Shortcut. Ja. Aber ist okay. So, dann. Ja, das war schon sehr tief, Chat. Also irgendwann ist auch mal mit dem Nicht-Fallschaden. Ja, ich glaube, da kommt man schon runter. Aber okay. Checken wir erstmal. Was hier abgeht. Okay, hier da geht es auch nochmal. Bimmelt was. Oder? Ja, ich höre das auch. Da kann er da oben sein. Ich will da schon runter. Ich habe da aber jetzt Bock runter zu gehen. Aber hier ist ja jetzt klar. Hier ist, glaube ich, the way to go auf jeden Fall. Da gibt es was zu erforschen. So. Nur mal so, wie viele Runen haben wir eigentlich aktuell? 4.400. Ja, ich meine, wenn ich jetzt... machen wir nicht viel, ne? Nee. Achso, warte, gucke ich sicherheitshalber nochmal. Eine Vierer gibt 1600. Das sind 400, 400 mal 6. 2400. Und nochmal 800. Ne, 400. Und das sind dann wie viel summa summarum? Haben wir auf 2400, 4400, 5000. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie viel die ersten waren. 5000 irgendwas. Das kommt hin für ein Level. Ja? Würde ich sagen. Okay, Mathe, Mann. Immer gibt 1600. Ah, ist klar. Das waren 1200. Das reicht dann nicht, oder? Jetzt machen wir nochmal 2400 oben drauf, dann sind wir bei 8000. Ja, doch, reicht gut. Knapp reichen, ja. Wir brauchen 8600. Kommt um 200 nicht hin. Ja. Ja, dann nimm die auch nicht. Ja, doch. Ja, aber. Jetzt holen wir uns da. Die paar Seelen holen wir uns doch jetzt noch irgendwo, oder? Ja, okay. Zum Beispiel. Weil, wenn du jetzt stirbst, verlieren wir 30% auf jeden Fall. Das stimmt. Ach so, meinst du mit, wir holen die uns irgendwo? Ich dachte, du läufst jetzt da in der Burg rum. Muss ja nicht. Da waren noch 30 Gegner, die auf dich gewartet haben. Ja, okay. Aber das ist dann natürlich gefährlicher. Wenn ich jetzt hier irgendwo runterjumpe oder den Pull da, dann denke ich mir, dann kann sich doch besser... Ja, den dicken, den kannst du doch... Pull dem Feuerball. Okay, dann gucken wir. Der sieht so aus mit seinem Fleischchen, als würde ihm das nicht gefallen. Zack, oh. Natürlich geht ihr den anderen Weg hoch. Er hat auch einen großen Hund dabei. Nee, das gefällt mir nicht. Nicht anvisieren. Kannst du dich auch nochmal ins Feuer setzen. Ab ins Startgebiet. Wir brauchen 250. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Feuergaming. Ja, Leute, die LDU wäre Peter schon disqualifiziert. Oder wir. Wir wären disqualifiziert. Ja, das sieht ziemlich geil aus. Einmal kurz 200 Seelen. Die haben wir innerhalb von kürzester Zeit hier mal. Da lacht der tote Snoke. Jetzt kannst du auch das Pferd nehmen jetzt, ne?
Ja, ich wollte aber hier, weißt du, zeigen. Boah, wie weit du springst. Ey. Zwei Krabben easy. Ja, die Krabben waren tatsächlich, muss ich sagen, in Elden Ring sind die Krabben sehr, sehr viel leichter als in Dark Souls 3. Da haben die viel mehr ausgehalten. Oh, da rennt mir noch einer hinterher. So, dann. Peter geht ins Regen, ja. Fick doch. Die haben viel weniger HP in Elbling, ja, das sag ich ja. Da im Sumpf das erste Mal in Dark Souls 3, da sind die schon nicht geil, wenn die ankommen. Vor allen Dingen bist du da in diesem Sumpf, wo das Wasser so tief ist, dass du nur langsam läufst. Das ist schon richtig kacke. Das ist auch ein geiles Bild. Das ist ja ein geiler Hintergrund eigentlich. So. Ja, jetzt können wir ja nicht mehr so viel verlieren. Jetzt, genau, jetzt hast du gar nichts zu verlieren. Ja. Jetzt kannst du alles machen. Spring. Oder Fall. Ja, easy snack. Ja. Ja. Sieht aber aus, als würdest du von der anderen Seite denken. Ah, egal. Ja. Ich glaube, hoch schaffst du nicht. Was wollte ich meinen? Also geradeaus, ja, hoch. Ich, nee. Oh. Das schaffst du nicht. Aber rechts runter, das schaffst du. Also du wirst jetzt so stufenmäßig nach unten. Ja, aber ist auch okay. Geleitet. Ich habe das Gefühl, dass wir da auskommen, wo ich vorhin in den Tod gefallen bin. Okay, Peter, es gibt 50 Euro von Klaus Malzbier. Natürlich. Ein Malzbier auf euch und den Chat. Bester Abend. Woo! Ich glaube, Klaus Malzbier hat heute ein paar nicht so malzige Bier getrunken. Mehr so alkoholisierte Biere. Ah, das kommt vom Malzbier. Das berauscht auch. So, was bist du? Das ist eine Ratte. Okay, Ratte kriege ich hin. Das war so klar. Wieso sage ich überhaupt was? Alter, ich könnte so kotzen. Du bist in den Ratten gestorben! Das war so fucking klar einfach. Nein, das war einfach eine absolute... Das war doch Absicht, ey. Nein, das ist doch so eine Scheiße jetzt, ey. Meine Fresse, ey. Peter, du solltest dir vielleicht mal ein Maisbier gönnen. Ey, das ist echt unglaublich. Oh mein Gott. Ich merke das schon, man sollte mir... Achso. Das ist der Clip des Tages bisher auf jeden Fall. Please clip it. Nee, der war für mich das hier. Ja, der war auch gut. Der war auch nicht schlecht. Kann ich auch selber klippen? Ja, hier. So, geklippt. Ja, das ist nicht der Clip des Tages. Stimmt, ihr habt wahrscheinlich auch geklippt, wie Christian meine Tastatur beißt. Ah, du willst ja nicht runter? Okay, fair enough. Jeder geht seinen eigenen Weg. Das weiß ich noch nicht. Aber glaub so nicht, ganz. Glaub ja nicht, dass ich die Runen oben holen gehe. Achso. Ich geh mal gucken, was der normale Weg ist einfach. Da wartet noch so ein Adlerchen mit dem Fass auf mich. Kranich, meine ich, oder whatever. Ah ne, ist doch kein Fass. Du kannst jetzt Feuer spucken? Ja, das hat der vorhin auch schon gemacht. Das war der, den wir auf dem Dach bekämpft haben. Der hält auch, glaube ich, mehr aus als die anderen Dinger, die Fässer geworfen haben. Alter, Captain Mauldasch hat gerade 50 Subs verschenkt. Vielen lieben Dank, Captain Mauldasch. Oh mein Gott. Vielen lieben Dank. Nicht dahin gucken, dahin gucken. Ich guck dahin, du guckst ja, okay. Dahin. Danke. Das ist trotzdem super viel. Das stimmt, das ist sau viel. Dankeschön, Captain Mauldasch. Holy shit. Ja, Pock, F's in Chat, dankeschön. Genau, Pock, Schmock. Ihr seht mich einfach nicht. Alle schön Danke sagen. Okay, Klaus. Ah, guck mal, hier kannst du auch noch rein.
Herzlichen Glückwunsch. Da ist ein Item. Da wartet zwar einer sitzend, aber das ist mir egal. Wieso nicht, dass du das noch wieder bereust irgendwann? Mehr Schmiedesteine. Sehr gut. Ich mag das, dass man halt für die Schmiedendinger auch so viel Mats findet. Das lässt einem dann offen die Waffen zu testen. Ja, oh. Das finde ich auch ganz gut. Hm. Na, noch so einer. Ach, ich meine, die Gegner-Design-Idee ist natürlich awesome, ne? Du packst einfach so Riesen... Oh, da schießt sofort einer auf dich. Du packst so Riesenklingen an Vögel dran. Das ist natürlich schon nice. Einfach doof dafür. Ja, war schön. Dann haben wir mal wieder ein Minütchen gespielt. Ah, kann Peter wieder lauten. Ja, hier wieder an Ratten sterben. Die Steine kann man auch farmen. Ja, die hat irgendein Gegner hat die am Anfang gedroppt. Ach komm, weißt du was, ich bleib jetzt wieder bei den Twin. Reuen tue ich das nicht, das ist gut. Dankeschön, Black Frankie. Ich hoffe morgen früh auch nicht. 50 Euro Trinkgeld für den Lacher. Hier das Rattentod. Ja, vielen Dank. Man tut, was man kann. Da sind noch mehr Radfehler. Ja. Ich mach das jetzt auch anders. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ey, den benutzen wir eigentlich viel zu selten dafür, dass der so geil ist. Oder ich zumindest. Ich werde nie den Moment vergessen, wie wir in Demon's Souls diese Doppelgargoyles mit diesem einen Zauber gewonnen haben. Das war auch so awesome. Guck mal, wie viel Damage das Ding gemacht hat. Ach, voll viel. Da hast du nochmal schön gestaggert. So, das lief besser. Radar hat Peter hingekriegt. Weißt du, das war auch wieder so ein typischer From-Software-Moment. So, ach ja, Ratten, whatever. Also, das kriege ich ja wohl noch hin. Und dann zack, direkt kassiert. So wie sich das gehört. Hochmut sollte direkt sowas von bestraft werden. Also alles gut. Oso, ich weiß nicht, ob ich dir diese Frage beantworten möchte. Du bist nämlich derjenige, der die ganze Zeit schreibt, wie das Spiel funktioniert. Und jetzt fragst du, was passiert, wenn man Madness hat. Das klingt wie Bait. Rollhof. Wenn du verstehst, was ich meine. Gerade was eingesammelt. Ja, eine Kriegsasche. Das. Ja, ja, ja. Wann werden wir irgendwann mal eine Kriegsasche geben, kriegen, die verfuckt nochmal Geschicklichkeit gibt? Das war doch Grollwut. Hier ist keine Grollwut. Dann war das doch keine Kriegsasche. Dann war das. War das ein Zauber vielleicht oder sowas? Okay, Moment. Also, das war nicht. Davon haben wir 5. So. Ah ja. Hier ist der Zauber. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, to be honest. Ja, okay. Ruft rachsüchtige Geister, die Gegner verfolgen. Das ist eine Zauberei. Auch so Weisheit für ein bisschen Glaube. Ist interessant. Okay. Das ist ja interessant, ob man beim Zaubern. Ach so, das sind diese Köpfe, ja, die da so. Ah, dieser uralte Fluch galt einst als verloren, bis er vom Nekromanten Garrus wieder entdeckt wurde. Ah ja, der Garrus hat wieder mal Sachen entdeckt. Nekromantie ist normalerweise nicht so gern gesehen. Kommt drauf an, wen du fragst. Peter, du glaubst auch jetzt keinem mehr, ne? Ja, ich glaube auch keinem mehr. Willst, soll ich draufschlagen? Komm. Ja, wir verlieren ja nichts. Das finde ich tatsächlich eine gute Sache, dass die irgendwann mal gesagt haben, diese Haltbarkeit von Waffen rauszunehmen. Das war mal so ein Quatsch, weil die sich ja an den Feuern sowieso automatisch repariert haben. Ich stimme zu. Ich will aber sagen, dass die Laterne, die wir uns gekauft haben, eine der besten Invests überhaupt war. Ja. Da ist für die Wahrheit richtig gut. Hier ist so viel Dunkelheit. Hm. Chat hat natürlich recht, durch das Messerchen oder was das war, die Klinge, können wir jetzt immer geschickt drauf machen. Das heißt, theoretisch könnten wir auf der Dual Blade das mehr Geschick-Affinität herrschen. Das sollten wir mal überprüfen.
Ja, das musst du nicht unbedingt jetzt, das ist besonders wichtig nach unten. Also. Ja, ich, nach oben komme ich jetzt. Das sieht interessant aus da unten, muss ich sagen. Das sieht aus wie ein Boss. Ich stimme dir zu. Also gucken wir doch mal. Wölfe am Start. Wölfe verboten. Okay. Der ist kein Boss. Das ist das, wo du reingefallen bist. Hey. Damit haben die gerechnet, dass du hier reingehst. Oh, er passt da durch. Ich dachte kurz, er passt nicht da durch. Geschwür des Todes, Prinz. Nasenlöcher. Der sieht echt ein bisschen zerschmolzen aus. Und der hat auch so Davy Jones Tentakel. Also der hat wirklich was so Cthulhu-mäßiges. Steinschlüssel, Wurfdolche, Schmetterling. Schmetterling war richtig. Ach, Frechdachs. Hattest du dem Schaden gemacht überhaupt? Weiß ich gar nicht. Nicht so viel, glaube ich. Geh mal hier die Leiter hoch. Der sieht aus wie der am Anfang. Hallo. Ich glaube, da hat er was gegen. Das ist mir egal. Du bist immer noch zu niedrig. Jetzt bist du weg. Ja, guckst du dumm, wa? Tut er wirklich. Ganz schön hohe Leiter. Muss man ja auch nicht bekämpfen. Rein okay, ins Nasenloch, so wie bei mir jedes Wochenende. Ja, genau. Erstmal ein bisschen gucken hier. Alter. Ja. Was machen wir jetzt bis 2 Uhr morgens? Das wäre auch mal nice. So eine endless Leiter da reinbauen. Reiset. Flucht. Ah, ich hab's geschafft. Ja, ich bin auch geflohen. Also ich weiß nicht, ob man gegen den kämpfen sollte, aber wie gesagt, ein richtiger Boss war es ja nicht. Naja, ist Meinung. Der Red Dragon auch nicht, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich bin der Meinung, dass wir hier waren. Bin ich auch. Da bin ich rumgelaufen. Da das kommst du zum ich Feuer. Ich auch. Aber die, also entweder gehst du da runter zum Feuer oder du gehst nochmal zu dem. Nee, Kumpel dann versuche ich den. Dieses Gesicht, ich weiß halt. Also ich kann mir nicht vorstellen, woher es kommt. Willst du den mit dem Kolben machen oder mit dem... Ja, ich probiere jetzt hier mit dem geilen Doppelschwert. Okay. Weil ich würde interessieren, wo die... Alter, was der für einen langen Schwanz hat, der am Pulsieren ist. Okay, der hat ziemlich viel Leben. Okay, der hat extrem viel Leben. Das war ein mieser Umdreher. Irgendwie ist die Kamera auch nicht ganz optimal. Ups. Ausdauer. Ich frage mich, ob wir dem mit unserem Kolben mehr Damage machen würden. Die Blutung, der ist schon nackig, ne? Also der hat keine Haut mehr. Nee, einfach deswegen, weil dann so ein Kolben doch in der Regel mehr Damage macht, oder? Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber du bist in ihm drin, ist okay. Oder auch nicht. Irgendwie komme ich hier gerade nicht mehr so richtig weg. Was ist denn da so viel Leben? Jetzt hast du ihn auf die Hälfte ungefähr. Ich sag mal so, das ist nicht From Softwares bestdesignter Bosskampf. Weil man halt einfach gar nichts sieht. Da ist so ein bisschen mit das Problem.
Oh. Okay, ich kann mich nicht mehr heilen. Das ist doch. Schwierig. Also ich würde an deiner Stelle vielleicht woanders hingehen. Weil die Items habe ich alle eingesammelt und der Boss zackt. Oder der Gegner zackt. Es ist auch kein Boss. Ja, 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 ist ja okay. Ja, man sieht ihn halt einfach nicht. Es ist halt echt so. Ist das mit den Aschen nur da oder was? Ich habe jetzt extra geguckt, ja. Achso. Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an ink? Er hat jetzt nichts Neues zu sagen. Also nachdem wir Margit besiegt haben, habe ich ja auch nochmal mit jedem gesprochen. Die hatten alle nichts Neues zu sagen. Okay. Sandrock, die haben wir gesehen, da haben wir auch gesagt. Ja. Und die sieht so viel besser aus. Greetings. Are you here for spirit tuning? Nein, hier, ich trage deine geile Kappe. Acknowledge that. Die war von der Stange, Peter. Okay. Da geht's auf C. Aber wenn du das jetzt auswählst, also zum Beispiel das obere, kannst du dann nochmal irgendwie sagen, okay, jetzt soll es aber. Ja. So, was kannst du da jetzt auswählen? Solide. Standard. Okay. Schwer. Das ist Stärke. Das ist Stärke. Solide. Solide, weil das doch eh geworden wäre, oder? Oder wertig. Oder wertig. Quality. Dankeschön, Klaus. Klaus meint's mir. Ach, Klaus. Ja, danke. Ja, okay, aber mal angenommen. Steht da irgendwo was von solide? Nee, oder? Da steht nichts von solide. Das hier sind ja Quality. Nee, da oben drüber hingehst. Noch einen hoch, bitte. Ja. So, hier steht jetzt nirgendwo solide. Nee, da steht nirgendwo, was das macht. Also. Aber ich glaube, standardmäßig würde das Ding solide machen. Ja, ja. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel jetzt hier, jetzt könnten wir da drauf den Sturmstampfer machen und könnten selbst mit dem Sturmstampfer solide machen. Genau, aber die hier sind ja, wenn man sich da anguckt, DDD, das ist Quality. Ja. Das heißt, wenn wir den hier nehmen würden, dann ist wertig ausgewählt und selbst da könnten wir sagen solide. Genau. Das heißt, es kommt eigentlich nur darauf an, welchen Move wollen wir haben. Aber wir würden erstaunlich viel Damage verlieren. Aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht ganz nachvollziehen kann. Base Damage. Wir würden Base Damage verlieren. Ja, weil dann die Skalierung, ist das nicht immer so? Nee, nee, steht im Namen der solide Doppelklinge heißt das wieder. Ah ja, wertige perfekt. Doppelklinge. Ja, aber guck mal, wieso verlieren wir Standard Angriffskraft? Also das, die hat ja nichts mit der Skalierung zu tun. Die Skalierung steht ja in der Zahl dahinter. Das stimmt, aber war das nicht immer so? Wie war das immer so? Ja, bei Dark Souls 3 konntest du doch mit den ganzen 30 Millionen Steinen, die es gab, konntest du doch auch Sharpen oder Quality oder was weiß ich nicht machen. Und wenn du das gemacht hast, hast du dann nicht immer Base Damage ein bisschen verloren? Dankeschön, Chat. Das ist doch scheiße. Warum soll ich das denn jemals machen? Wenn es geht normaler Damage runter. Mhm. Also effektiv haben wir aktuell 168 Schaden. Ja. Wenn wir jetzt mal den Stoßhagel, der ist ja eigentlich. Der ist solide von sich aus schon. Dann hätten wir 164. Ja. Würden wir 4 Damage verlieren. Würden aber mit jedem Punkt in Geschick mehr Damage kriegen. Allerdings haben wir Geschick erstmal nicht vor. Weil wir stecken in Glaube. Ja. Das heißt, das wäre jetzt unsinnig. Ja, aber könnten wir theoretisch unsere und diese Doppelklinge magisch verzaubern mit der untersten? Oh. Ja, dann machen wir Magic Damage. Ja, so, und wenn wir das jetzt machen und trotzdem solide, probier mal einmal. So, und jetzt solide.
Hä? Achso, dann haben wir kein Managing. Okay, war ja ein nice try. 120 plus 96 plus 7 plus 10. Das wäre schon lustig gewesen. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Nee, das geht nicht. Okay, wir hätten dann nur die Fähigkeit halt. Ja, dem, nur für die Fähigkeit und dann nicht, weil die ist eigentlich ganz nice, die wir mit den Dingen haben. Ja, die ist nicht schlecht. Zu stechen ist jetzt auch nicht so schlecht, aber. Nee, dann lohnt sich das nicht. Verstärken können wir die aktuell nicht, weil wir einfach nur die Runen nicht haben. Wir könnten eine plus 3 draus machen. Ja, stimmt. Und dafür, ja, wir haben sehr, obwohl wir so viele Schmiedesteine gefarmt haben, hätten wir immer noch zu wenig, um beides abzugraden. Wir brauchen ja, wir müssen ja auch unsere Finger-Insignia upgraden. Ja. Kann man eigentlich an Waffen Favoriten machen, dass man die hier irgendwie als erstes angezeigt kriegt? Naja, als erstes wird dir angezeigt, was man gerade trägt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Hierfür werden wir einen. Wir brauchen immer einen. Aber die gehen wahrscheinlich nur bis plus 5 oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Stimmt, das würde mich auch nicht wundern. Ah. Ja gut, das heißt, wir können nichts machen. Oh, warte. Back already, no matter. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Ja, gib uns was Geiles dafür. Ne? Na, echt, auch kostenlose Waffenverstärkung. Ah, mein Schwert doppelt. Da war doppelt. Hat mir nicht. Woher kriegt er denn so viele von den Schmiedesteinen Level 1? Kann man ja leider nicht farmen wie in den anderen Teilen. Felix, wir haben zwei Minen gefunden, wo relativ viele drin waren. Und der Chat hat gemeint, die kann man farmen, weil irgendwelche Gegner die auch verlieren. Also. ...600 können wir machen. Brauchen das wir reicht. 700 irgendwas. Ja, das reicht. Wir haben eine sehr niedrige Drop-Chance. Ja, da muss man halt sehr viel grinden. Ja, nee, das ist natürlich ein bisschen belastend, weil so viele... Also wir haben vorhin noch gesagt, wie geil, dass man so viele Schmiedesteine bekommt, da kann man sich mehr ausprobieren, aber so richtig stimmt das leider gar nicht. Weil so viel ausprobieren können wir uns jetzt nicht. Wollen wir die denn verstärken? Ach, die sind schon ganz geil. Wenn wir gewinnen, 2 plus 7, 9 Schaden. Wir können nicht unseren Flegel verstärken, oder? Nee. Der ist nämlich immer noch so ein bisschen way to go im schlimmsten Fall. Doch, können wir wohl. Könnten wir auch, dann wäre der plus 6. Der würde 6 plus 3 Schaden kriegen. 9. Tja. Ich finde beides valide. Kann man das Scaling ändern, ja? Stimmt. Stampfer, wilde Schläge. Auf B. Das wären 159 Schaden. Das wäre viel weniger als 182. Quatsch. 179 wären das. Ja. So viel weniger wäre das nicht. Aber wie gesagt, auch, wie auch bei dem anderen. Wir stecken nichts im Geschick erstmal. Weil wir machen erst Glaube hoch und sobald wir Glaube haben, haben wir die Sense. Und dann fangen wir erst wieder mit Geschick an. Ja, das ist richtig. Das heißt, die machen keinen Sinn. Ja, nee, ist richtig. Deswegen bin ich am überlegen, ob wir die Waffe verstärken sollten.
glaube, wenn, würde der Fliegel Sinn machen. Ja, da stimme ich dir zu. Ja. Ja. Also so gern ich das Ding auch mag, dann hätten wir den früher finden müssen, damit er unsere Main ist ja. Pflege, halt, Pflege macht das schon gut Damage und da kannst du halt den Schild noch gut dazu beitragen und ja. Das ist halt schon, das ist was wert. So. Wo zum Teufel müssen wir jetzt? Ja, ein bisschen runter, da. Welches? Also, jetzt so weiter runter? Das? Ja. Ja, und stimmt, du hast nur noch Blutungsschaden, ne? Ja, genau. Dafür schlägst du natürlich viel langsamer, aber nichtsdestotrotz. Wenn man zwei Werte Damage hat, muss man dann nicht beide zusammenrechnen, wie zum Beispiel magisch und Körper? Ja. Korrekt. Nur Blutungsschaden wobei, funktioniert halt nicht so wie Feuerschaden oder sowas. Das ist nee, ja Blutungsschaden kriegst du ja nicht bei jedem Schlag. Und bei magisch musst du auch ein bisschen, oder überhaupt bei heilig, magisch, da musst du ein bisschen aufpassen, weil Gegner auch nicht unbedingt direkt immun sein können, aber Resistenzen haben. Wobei natürlich auch, also fett gepanzerte Gegner, die haben natürlich Resistenzen gegen physische Angriffe. Da wäre dann tatsächlich magischer Schaden wahrscheinlich gar nicht so doof. Okay, Peter, ich bin jetzt sagt, völlig raus, wo wir hin müssen. Da sagt, ich glaube, ihr habt noch nicht mit allen NPCs gesprochen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ach, Klaus, hör auf. Klaus, hör auf. Das ist jetzt echt, so langsam mache ich mir Sorgen. Klaus, das ist ich weiß halt nicht, echt. So, was du für Klaus, ich was soll das? Ich hoffe, du hast im Lotto gewonnen. Oh, das würde ich jedem gönnen. Also müsste eine Menschen mittlerweile da sein, die was zu Echos sagt. Okay, dann gucken. Das stimmt. Wie war denn das mit den Echos? Das hatten wir doch mal. Das war aber nicht die hier, ne? Nee, die ist, ich will immer nur am Arm. Die ist eine fiese. I am pleased to see you. Would you like me to... Nein. Ja, die hat auch so ein Tuch an. Naja, die ist eine ganz wilde. Ich glaube, die wird da auch festgehalten. Das ist auch ein schönes Bild. Das würde ich mal uns zeigen. Wo wäre die denn? War unten überhaupt ein NPC? Ich habe keinen unten letztes Mal gesehen. Aber kann es natürlich sein, kann sich jederzeit da neu jemand einnisten. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, wo ist denn hier Fadi, der die rächen wollte? Vielleicht hat er sich ja auch gedacht, Mensch, hier kommen wir auch nicht durch, ne? Nee, noch. Das ist wahrscheinlich nicht so lange, wir den Dude nicht besiegt haben. Aber ich glaube, Fadi wird hier nicht hinkommen, weil Fadi will sich ja rächen. Den werden wir irgendwo anders wiedersehen. Und hier ist Zauberer. Ja, hier ist ja hinter den genau, hier haben wir die hinter den Schlüsseln. Also ich glaube nicht, dass hier NPCs hinkommen. Okay, also. Da ist auch dicht. Heißt das, steht hier eigentlich wirklich dicht? Nee, ne? Hier ist einfach nur die Tür zu. Da kannst du gar nicht mit interagieren. Und schlagen kannst du ja auch nicht. Das ist hier, glaube ich, auch ganz gut so. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wobei das wahrscheinlich Souls-Veteranen ein bisschen ärgern könnte. Weil du konntest ja wirklich jeden NPC killen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, faktisch. So, du bist immer noch bescheuert. Okay. Du, wir können mit dem Schmied über Roderike reden, haben wir schon gemacht. Okay. Oder stand das da gerade nochmal? Weil eigentlich haben wir das gerade schon gemacht. Was haben wir gerade gemacht mit dem Schmied? Mit dem Schmied über Roderike haben wir letztes Mal schon geredet. Ja, das haben wir gerade gemacht. Ja. So. Wo er sich bedankt hat. Genau, hier sind die, ist die Händler-Person. Klangperle wissen wir immer noch nicht, was das ist, oder? Nee. Und hier können wir auch nicht mit interagieren. Also ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir in der Welt jemanden übersehen haben oder wie auch immer, aber hier ist, glaube ich, niemand mehr. Also die sind alle irgendwie verschwunden, die NPCs, die wir hier einmal wenigstens gesehen haben. Oder geht die Tür jetzt neuerdings auf hinter dir, ne? Ne? Nee, ist auch noch blockiert. Nee, dann weiß ich auch nicht.
Habt ihr mal nach dem Drachentypen geschaut, der euch gegen blutigen Finger geholfen hat? Ja. Da waren wir auf jeden Fall nochmal. So, das ist lieb. Okay, dann mache ich mir keine Sorge. Dann geht's dir einfach gut. Und das freut mich zu hören. Also, wo du rum musst, eigentlich ist da hoch. Meine ich. Der andere Weg wäre da, wo die Falken sind. Oder wie auch immer, doch immer als komische Vögel sind. Ah. Möchtest du was trinken, Christian? Nee, danke, ich hab grad. Auch kein Bier? Nee, danke. Okay. Lol, guck mal. Das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre ein freundlicher NPC. Ja, ist es auch, aber das ist ja nicht der. Der ist viel größer, der freundliche NPC. Ja, da. Den gibt, glaube ich, auch ein freundlich. Das gefällt ihm gar nicht, was man so macht. Er ist zerstört. Das ist lustig. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Roher Fleischklos. Klops. Machten die Scherbe. Und wo war die Scherbe? Nein, Chat, ich werde hier keine Sachen mehr anlegen. Das Fragment eines lebenden Gefäßes, nach dem Tod verhärtet. Material zur Herstellung von Objekten. Diese Fragmente sind von Magie erfüllt und erzielen daher hohe Preise. Leider macht dieser Umstand die armen Gefäße zur bevorzugten Zielscheibe ruchloser Wilderer. Also als ruchlosen Wilderer würde ich uns jetzt nicht bezeichnen. Aber wir hauen alles weg, was einen Puls hat. Sieht nach Bait aus, oder? Das ist fake! Das ist fake! Ach, voll Sinn, dass man hier so einen Topf findet. Noch Topf. Okay, wir können jetzt zwei Töpfe mehr machen. Die jagen einfach Tassen. Okay, du möchtest, dass ich dir da runter folge und willst dann da hinten reinrennen, wo wahrscheinlich mehrere Leute auf mich warten, um auf mich einzuschlagen. Das muss jetzt nicht sein. Okay. Aber wir kriegen doch keinen Fallschaden, oder? Also. Hallo. Lol. Was sagt, damit hast du nicht gerechnet. Hey, bleib mal hier. Kriegsasche, Sturmrufer. Das ist das, was die großen Soldaten die ganze Zeit benutzen. Was ist das für eine Kriegsasche? Ist das eine. Kriegsasche wird halt ab der Sense benutzt, beziehungsweise relevant. Wo ist denn der Sturmrufer? Da. Wertig. Krass, wie viel Quality wir haben. Christo wird immer die unschuldigst aussehenden Wesen. Ja, das ist jetzt an den Haaren herbeigezogen. Hab gerade das Uchigatana gefunden. Wäre das nicht auch was für euch, wenn ihr auf Geschick gehen wollt? Hab erstmal Descaling, aber kann auch Blutung auslösen. Ja. Ja. Uchigatana bin ich deswegen nicht mehr so der Freund von, weil ich das in jedem Souls-Teil mittlerweile schon gespielt habe. Zum Beispiel hier diesen Flegel habe ich nie gespielt. So richtig. Die Twin Blades gab es auch in Dark Souls 2, da habe ich die nie angefasst. Aber klar, für ein Geschick-Bild ist ein Uchigatana immer eine gute Sache. Und du kannst das Scaling ja. Oh. Wow.
Oh, der könnte hart sein. Also warum... Warum sollten die Entwickler sonst hingehen? Ah. Ja, ist easy, Peter. Frag mich nur, ich glaube, jetzt wird super heftig. Ist gut, dass du hier einen weichen Teppich hast. Dann fällt das Handy immer weich. Die Entwickler haben sich gedacht, wir machen super heftig hier ein Feuer hin. Weil das da ist bestimmt heftig. Also das habe ich selten erlebt. Wobei, ne Quatsch, bei dem Storyboss eben war das auch so. Haben die halt auch direkt daneben gemacht. Oh, Matrix, das freut mich. So, ich müsste wieder am Stissel sein jetzt. Ach, guck hier. Mal, ey, ohne Spaß, das ist echt der... Ja, das will ich nicht sagen, weil das würde nicht zutreffen, aber das ist hier der Spionage-Chat. Also ja. Peter ist wieder da. Chris hat diesmal nichts gemacht! Dann auch so ein geiler Zwinker-Smiley so. Das hat nichts gemacht. Ich habe generell nichts gemacht, Chat. Diesmal hat er nichts gemacht. Unfassbar. So. Eieiei. Oh, es gibt ein Intro. Scheint mir dann auch nicht so optional zu sein, der gute Drache da. Und alle anderen vom Chat? Auf euch. Leute, das ist schon wieder. Born Air. Oh ne. Lend me thy strength, O Kindred. Ich hab das Ding nicht ausgerüstet. Deliver me unto. Ja, okay. Ich hab jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der Dude wiederkommt. Well. Well, nee, well, well. Nicht. Das ist. Das ist Godric, glaube ich. Du hast mir zu viele Hände, mein Freund. Guck dir das mal an. Plain as a lord. I command thee. Den kenne ich auch aus dem Trailer. I am the lord of all that is golden. Ich liebe Gold. Wie es aussieht, hat er so viele Hände. Wie es sich anfühlt und wie es schmeckt. Okay, Godric der Verpflanzte. Ja, Godric ist der Boss, den wir hier die ganze Zeit schon verfolgen. Der will nicht mal unsere Beine und so haben. Das ist aber enttäuschend. Naja, wir haben in der Burg gesehen, der will gerne Beine haben. Ja, aber nicht mal unsere. Er hat gerade gesagt, ihr seid nicht mal dafür. Ja, genau. Gab es ja noch einen anderen Weg? Ne, du bist von da einfach von da gekommen. Bin ich gekommen. Und das war jetzt auch der einzige Weg und dadurch wäre ja, wär der schwierige auch, Weg quasi. Also, genau. Du noch gucken. Okay, dann ist Warte. Godric. Willst du noch irgendwelche Ausrüstungssachen mitnehmen? Weil gerade bin ich einfach in den Boss reingelaufen. Ich denke mal, die Wurfmesser wirst du nicht brauchen. Nee, ich laufe auch erstmal rein und dann erstmal ein bisschen rumprobieren. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir für den ein bisschen brauchen. Da geht auf die Seelen scheiße ich einfach mal komplett, weil früher oder später verlieren wir die eh. Das dauert übel lange. Okay, 130. Ist ja eigentlich geil. Die kann er ja gerne mal häufiger machen. Oder da habe ich Angst vor. Okay. Oh. Da müssen wir weit weg, wenn er das macht. Das ist ja auch gut zu wissen. Oh, das ist extrem verspätet. Sprichst du jetzt nochmal? Was hat denn? Da gar nicht gerechnet. Das haben wir eben als Kriegsasche bekommen. Okay. Also gute Moves erstmal. Erst den anderen Weg, geht den anderen Weg, geht erst den anderen Weg. Welcher andere Weg? Es gibt einen anderen Weg? Ich gehe mal davon aus, den hier. Aber... Hier ist halt ein Riese mit seinem Dunderino-Kumpel da.
Auch später nochmal wieder. Da gibt es noch was zu holen, sagt der Chat. Okay, vielleicht. Dann müssen wir das nicht. Oh, das war jetzt aber fies. Das mag ich am liebsten, wenn Gegner durch Wände schlagen. Yep. Und man sagt, das war tatsächlich eine der wenigen Mechaniken, die ich in Dark Souls immer schlecht durchgeführt fand, weil Gegner schlagen immer durch Wände durch, während du immer gegen Wände schlägst. Das heißt, du hast in kleinen Gebieten immer den Nachteil. Das stimmt. Was will ich denn hier zu holen? Für die Riesen hattet ihr eine Notiz. Oh, ich weiß, was es hier zu holen gibt. Das ist tatsächlich hilfreich. Oh, nice. Oder warte, wahrscheinlich auch, ob wir das holen sollen. Ich glaube, das war das Relevante. Manchmal hat der Charakter ein Schild und Morgenstern, anderer Mann Speer. Aber ja, wir wechseln die Waffen. Also wir haben ganz, ganz viele Waffen. Und zwei haben wir, eine haben wir gelevelt und eine haben wir halbwegs gelevelt. Und so stylmäßig wechseln wir eigentlich ganz gerne bei. Oh, wir brauchen jetzt zwei goldene Saaten. Okay, das ist frech. Geh zurück, da ist noch was. Alter. Da war noch etwas Relevantes. Bei dem Boss da gerade ist schon wieder so die Frage, brauchen wir da überhaupt ein Schild? Ich will ihn erstmal mit Schild lernen, ja. Guck mal, da ist der Vogel. Be proud. You are a fire. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you. Hey. Well, who do we have here? Time is value. Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. Sieht aus wie der Hero. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Tja. Apologies, as fellow down whatever road. Bin jetzt am Questing, also du musst für ihre Quest Godric mitmachen. Boah, ich hoffe nicht. Ich will nicht. Nicht mit NPCs die Bosse machen. Also ich würde halt für die Quest schon wollen. Okay, nice. Das war eine geile Animation, wie du zur Seite geworfen wurdest. Da ist ein Item. Ja. Mit dem Ding wirst du sterben, oder? Ah, das gucken wir mal. Yes. Muss man nicht. Okay. Das war ja bei Dark Souls 3 so, dass du die NPCs mitnehmen musstest. War die denn jetzt irgendwie relevant? Weiß ich nicht. Kann sein, dass die wiederkommt oder sich dann. Den ersten habt ihr es auch nicht gemacht, ja, aber das war einfach nur so ein Tralala-NPC, den man einfach rufen kann. Einfach so eine Hilfe. Die NPCs, die wirklich mit einem reden und Namen haben und so, das war bei Dark Souls 3 auch so. Ja, 252 sind zwei Schläge. Alter, was für eine Verzögerung. Weg. Ja,
vielleicht schon recht viel geblockt. Okay, das Moveset nicht. Das Moveset ist übel. Okay, das wird mein Nemesis, Peter. Das wird uns Freude bereiten. Das wird mein absoluter Nemesis. Ja, den müssen wir jetzt halt lernen, wa? Den kann man blocken. Hast keine Ausdauer? Und da hat er jetzt nicht gedacht, das ist enttäuscht. Na, aber die Animation war sehr lang. Oh Gott. Das finde ich schwer vorherzusehen, dass das passiert. Muss ich zugeben. Seine zweite Phase aussieht. Das sind wie so Kriegsaschen, die dann nutzen als Angriff. Das ist so heftig. Also die Moves haben wir auch mit unseren unterschiedlichen Waffen, aber. Ja. Perfect timing. Die Attacke bin ich lame von dem. Oh, der ist. Das weg. War kein Skill. Doch, das war. Nee, aber das war. Der geht jetzt nur in Phase 2. Hat er sich gerade selbst den Finger abgehackt oder sowas? Oh ja. Na gut, die einen hatten sich den Finger ab, die anderen eine ganze Hand. Truest of Dragons. Ich befürchte, der wird jetzt richtig steil gehen. Ach so. Bitte. What the fuck? Bitte, natürlich! Ist doch klar, der Spruch ist doch noch Feuer durchgehen! Wow, auch noch ganz schön weit. Ja, komm.
can't hear me now. Oh, scheiße. Hallo. Dreier jetzt in der zweiten Phase draus. Ja gut, wenn du einmal weit genug weg bist, ist es okay, weil dann bist du halt eh weit weg. Oh. Okay, war ein richtig nicer Try, aber... War doch. Dafür, dass halt erst die... Der ist machbarer als der andere, finde ich, weil... Der lässt dir halt zumindest mal eine Sekunde Zeit. Ja, danke, Chat, sehe ich auch so. Ja, warte, laut Chat können, kann diese dumme, komische Qualle viel besser tanken. Ich möchte die noch einmal ausprobieren. Ja, die haben wir halt nicht gelevelt, ne? Warte mal. Theoretisch kannst du halt die Wurfmesser rausnehmen. Feuerding. Ja, ich nehme erstmal alles raus, ja, außer die beiden Sachen. Oh, ich kann mir überlegen, ob wir irgendwas drin haben, was gegen den noch. Oh, stimmt, da kannst du. Da würde ich ab. Angriffe fände ich schon gar nicht schlecht bei dem. Ja. Also, da waren noch so ein, zwei Angriffe bei jemand von dem. Warte mal, das haben wir noch gar nicht geguckt. Geh mal einen hoch. Hoch, hoch, hoch. 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 Ganz nach rechts. Ganz nach rechts. Oh, Entschuldigung. Das haben wir noch nicht geguckt. Geschwür des Todesprinzen. Das haben wir irgendwann mal, glaube ich, beim Vorbeirennen mitgenommen oder so. Dankeschön, Klaus Malzbier. Okay, wir haben jetzt 770 LP. Und jetzt haben wir auch 770 LP. Danke. Erhöht die Lebenskraft. Geh mal raus. Ja. Okay, nehmen wir was anderes. Nein. Naja, an dem roten Balken tut sich gar nichts. Er hält euch over time ganz wenig. Okay. Ja, dann ist bei so einem Bosskampf, kannst du das vergessen. Ja, ich hatte noch die Dual-Klingen drauf, das ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube nicht, dass man den finishen konnte, als der da einmal so... Zumindest habe ich direkt vor dem gestanden und den Kopf gehauen. Das ist halt ganz cool, der Move ist halt schon ein bisschen Pause, ist gut. Da erwischt er mich. Wollen wir noch mehr üben? Der Wirbel ist echt fies. Also dieses Wirbel, der Wirbelsturm, der geht, wenn du halt schnell rauskommst. Aber dieser Wirbelschlag, den er hat, den wir auch mit irgendeiner Waffe haben, der ist übel. Vor allen Dingen weiß ich da noch nicht, wie viele Schläge er macht. Was sollen wir lesen, habt ihr gesagt? Ach, da ist die Krux. War noch so komisch sortiert. Jetzt suchst du. Irgendwer meinte, wir sollen die Bio lesen.
Die was? Sollen irgendwas lesen. Ich glaube einfach die Lore von dem Talisman. Von dem Geschwür. Ach so, die Biome. Okay. Wo waren die denn? Da. Erhöht die Lebenskraft. Die Lebenskraft bestimmt die Resistenz gegen die Effekte des Todes. Angeblich stammt dieses Geschwür vom verderbten Antlitz des Todesprinzen, der einst als Godwin bekannt war. Als erstes Opfer unter den Halbgöttern soll er nun tief unter der Hauptstadt begraben liegen, unter den Wurzeln des Erdenbaums. Tessia hat gerade 50 Stufe 1 Subs versteckt. Vielen lieben Dank. Holy Moly, 50 Stück, Leute, was geht's? Tessia ist back. Tessia. Oh Mann. Oh, warte, ich hier. Okay. Tja, ich weiß es gerade. Ja, nicht. Off I go then. Ich war übrigens voll smart, den Angriff von dem zu blocken. Ich glaube, diesen, wenn er diese so über die Erde schrammelt, ist das wie wenn wir mit dem Pferd reiten. Also selbst wenn wir den da berühren und charge, kriegen wir Damage. Wenn er so Kraft holt, wenn er so rumschreit, dann macht er so einen komischen Wirbel. Ja. Dann macht man das. Das ist okay. Das ist mein Lieblingsangriff und der Sprungangriff. Das ist okay. Ach, doch nicht schon wieder, Junge, ey. Unser Sprungangriff macht übrigens weniger Schaden, als wenn ich den einfach so mit... Ja, aber R2 dauert länger, würde ich sagen. Das magst du jetzt aber echt gerne, ne? Oh, da ist es. Aber jetzt hast du aber nicht diesen riesen Damage gemacht. Dein war in der Phase tatsächlich ein Moment, wo du dem richtig viel Damage gemacht hast und der fehlt dir jetzt. Das war gut zu wissen. Lass dich, ob das geht einmal durch. Wieso hat dir das so wenig Leben wiedergegeben?
Achso, du heilst gerade. Naja. Voila, das gerade mal kurz gemacht. Ja, das hat mich eben gekillt. Die Qualle tankt tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Ich falle am Anfang wegen Giftbild ab. Ist ein Argument. Aber wir haben, wenn die Qualle einmal tot ist, kein Gift mehr. Und ich finde die zweite Phase. Ja, kann man mal ausprobieren. Ich meine, mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das Gift dann nochmal wieder weggeht, weißt du? Ausprobieren. Mir geht überstudieren. Ja, fang doch direkt damit an. Also, solange der das auf Entfernung macht, ist das aber okay. Oh, das hat noch nicht gereicht. Also es scheint sehr relevant zu sein, an welcher Stelle man ihn auch trifft. Das gibt es doch nicht. Also 167 war aber auch echt wenig Schaden. Das war frech. Das war krass. Meine Versuche sind irgendwie ein bisschen schlechter. Der hat aber gerade auch eine ganz komische Kombo rausgeknödelt. Ich frage mich, ob da eine Qualle lag. Ja. Wenn er von weiter weg beschossen wird, dann fängt er damit an. Oh oh. Ich glaube, jetzt gerade ist er vergiftet. Der ist tatsächlich vergiftet. Ich weiß nur nicht, wie lange das anhält. Das meine ich. Jetzt musst du weg da. Und wenn du dich genau da hinstellst, wo der sich auf die Hand schlägt, dann trifft er. Ja, aber lieber, dabei ist ja nicht viel Damage. Da kassiere ich lieber ein bisschen Damage, um dem den 600er reinzudrücken. Ja, okay, fair enough. Ich glaube, das kannst du überspringen. Ah, ja. Man fängt auch auf guter Distanz zu dem wieder an, tatsächlich. Oh, lol. Bin ich wieder zu früh gerollt. Oh oh. Das hatte ich noch nicht. Still live. Ja, aber jetzt kann ich erst wieder was machen. Ah, okay. Komm schon, ey. Gift ist noch da. Ja. Das Schöne ist, als der eben das gemacht hat, wo der Drache geschrien hat, wo ich es geschafft habe, auszuweichen, war der Moment da drauf zu hauen. Oh, scheiße. Aber wieder ein nicer Try. Gift hält immer noch. Also Qualle am Anfang ist also schon Qualle am Anfang ist schon echt gut, ja. Ja. Aber der ist machbar. Wenn die Qualle noch gelevelt wird, können wir die leveln? Haben wir sie was noch?
Wir haben noch Pfeilchen. Ich guck mal. Aber wir haben keine, Warte, warte, ja, bevor du gehst. Wir haben halt eh keine Seelen, stimmt. Runen oder so. Also da müsstest du irgendwas kaputt machen. Wir haben 400. 400. Reicht, glaube ich, nicht. Ja, ich geh mal gucken. Was? Dann geh mal gucken. Das dauert halt eine Minute oder so. Also. Warum nehmt ihr den NPC nicht mit? Wenn wir den nicht für die Quest brauchen, dann bin ich auch eher so der Typ, der sagt, den macht man lieber alleine. Es hat ein cooleres Gefühl, den Boss geschafft zu haben. Ja. Du hast ja, schon so ein NPC-Beschwörungsding. Ne, das ist der falsche. Ja, stimmt. Greetings, do you hear this? 350 kostet das erste Level. Oh, das können wir uns gönnen. Das können wir uns sogar zweimal gönnen, oder? Guck mal. Also von den Runen nicht, aber. Kann man die Qualle eigentlich wieder rufen, wenn man schon mal tot war? Wenn die schon mal tot war? Ja, vielleicht, wenn du genug FP hast, das weiß ich gar nicht. Für 500 können wir noch ein Level drauf machen. So, dann. Rehe töten. Das ist halt echt so. Farming Spot activated. Warum die Qualle aufleveln? Die macht doch gar nichts bei dem Boss. Oh doch. Der Giftschaden von der Qualle hat eben richtig Damage gemacht. Und die hat auch sehr viel länger durchgehalten, fand ich, als die Wölfe. Das Problem mit den Wölfen ist so ein bisschen. Also ich schätze mal, wenn du Gesamtlebens. Punkte der Wölfe mit Gesamtlebenspunkte der Qualle. Kann es sogar sein, dass sich das ungefähr deckt. Problem ist, die Wölfe sind so unterschiedlich viele Ziele für die meisten Bosse, dass die Bosse dann anfangen, ihre Movements auf unterschiedliche Ziele zu machen. Und das verwirrt einen mehr, als es bringt, finde ich. Naja, vor allen Dingen die Wölfe, wenn er dann einmal seinen AOE-Damage macht, dann sind die halt zu dritt und kriegen quasi die dreifache Menge Schaden. Wie ja, eine stimmt. Qualle. Das stimmt. Also für so, ich sag mal hier, so dieses Dörfchen, wo du mehrere Gegner hast, da sind die Wölfe wahrscheinlich ganz geil. Weil viele Gegner dann nicht auf einer Qualle rumhauen können. Aber für Bosse finde ich Qualle ist schon gar nicht so schlecht. Okay. Das war sehr effektiv. Ich gerade gefragt, ob man bei dem Boss wohl irgendwas parieren kann. Ich glaube nicht. Doch, ich könnte mir das sogar vorstellen, aber. Aber ja, das ist halt so schwierig. Langsam teilweise. Och, Ricky vom Pingel, der hat auch noch 10 Abos da gelassen. Dankeschön. Ricky, danke. So, 500 noch was brauchten wir, oder? Wie seid ihr an die Frau zum Aufwerten der Asche gekommen? Die haben wir gefunden. Und zwar. Wo war denn Rotkäppchen? Wo war denn Rotkäppchen? Wo war Rotkäppchen? War die in der Höhle? Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Vor der Burg, Sturmhügel. Ja, vor der Haus. Burg? Ach, die ist das, ja klar. Ah ja, stimmt, klar, die waren wenn du genau einfach dem Storyweg hier folgst, ja genau, da wo auch das erste Mal dieser Baum ist. Genau, Hütte da, da drin war die. Nein, da bin ich nicht hin. Und wenn du die findest und die dann weg ist, geh da nochmal hin. Die hinterlässt ein schönes Item. Ja. Ja, genau deswegen bin ich da. Jetzt haben wir also zumindest auf Level 2 und das ist ja schon mal besser als nix. Danke, danke schön. Danke. Okay, let's go.
Hey. Fallmann. Der ist vergiftet. Nice. Das ist doch alles, was ich wollte. Falle, geh weg! Das ist ein Trick! Hat die aber nicht interessiert, die schwebt ja. Naja. Ah, oh. Jetzt hit hin. Ja, nice. Das war der Damage. Ja, ich habe auch zu viel gespammt, ehrlicherweise. Nee, ist okay. Also den Schaden kostet immer und du fängst, glaube ich, immer auf dieser Distanz an. Das sehe ich nicht. Nee, das ist schlecht. Alter, danke. Das kommt aber auch ohne Vorwarnung. Also wenn du den Schrei von dem Drachen hörst, bist du schon im Maul. Ja, okay. Peace. Da hatte ich jetzt nicht so viel Zeit leider, aber du kümmerst dich ja jetzt um was anderes. Keine Ahnung. Qualle schießt, Qualle schießt, Qualle schießt. Oh, ich sehe ihn nicht. Qualle schützt mich. Mama Qualle. Oh nein. Komm, der vergiftet sich doch. Der stirbt doch jetzt durch Gift. Yes. Nice. Geil. Qualle ist OP. Ah, Qualle ist mega geil. Ach, schön. Die hat jetzt den ganzen Kampf überlebt, ne? Ja, die hat den ganzen Kampf überlebt. Ach, der labert noch. Sehr nice. Puh, für den haben wir nicht so viele Versuche gebraucht, ey. Nee. Weil der nicht so schnell war und weil der halt zwischendurch immer mal wieder Pausen hat. Qualle ist. Praise the Qualle, Junge. Ja, praise the Qualle. Qualle ist echt richtig. Wäre ein guter Tipp. Nice. Kann man das aussuchen? Würde ich ja vorher hinschreiben. Okay, große Runen, Peter, was ist das denn? Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Ja, also okay. Wir haben jetzt so ein Stück gefunden, ne? Weil das war einer der Verrückten, der so ein Fragmentstück hatte. Ja. Oder? Das ist Godricks große Rune, das stimmt. Wir haben jetzt... Echo des und das ist ein Echo. Okay, wir haben jetzt ein Echo und eine Rune bekommen. Und wir haben 20.000 Runen. Das ist auch gut. Wo finden wir denn jetzt den ganzen Spaß? Könnte man sich... Also, Echo des Verpflanzen... Ist ein Verbrauchsgut. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Ja, das ist die Alte, die uns da erzählt hat. Zeig mir mal Echos. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Godric dem Verpflanzten. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Das ist eine Bossseele. Das ist eine Bossseele. Ein schwacher Mann versprach sich durch den grotesken Akt der Verpflanzung als Macht. Sorry, das war mein Kabel. Eines Tages kehren wir gemeinsam zurück zu unserer Heimat, gehüllt in goldenen Strahlen. Okay, der schwache Mann ist halt Ding? Gott. Echo des Verpflanzten. Echo des Verpflanzten. Das können wir sogar noch duplizieren bei der bei dem Mausoleum. Theoretisch könnten wir es duplizieren. Ich weiß aber nicht, ob wir es duplizieren wollen, ehrlicherweise. Oder können wir es da anwenden? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall konnten wir damit irgendwas beim Mausoleum machen. Du
duplizieren ist schon richtig. Okay, Mausoleum könnten wir da duplizieren, weil du wahrscheinlich mehr als eine Waffe da draus machen kannst. Nehme ich mal stark an. Ja, ich guck gerade danach, was man daraus machen kann. Geht zur Tafelrunde, machen wir gleich. Es gibt nämlich noch eine andere Sache, die wir gefunden haben, nämlich die große Rune. Und ich weiß nicht, wo es die gibt. Hier glaube ich nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hier auch nicht. Hier. Okay, du bekommst die Axe of Godric. Also die fette Zweihandaxt, die der. Ist das das einzige Item, was du daraus holen kannst? Nee, ich bin nur gerade in der Axe of Godric drin. Die skaliert mit Stärke und Dex. Also Quality. Ja, braucht aber 34 Stärke. Hm. Nein, ist nichts für uns. Great Axe. Die große Rune des Fragmentträgers Godric, frei von jeglichem Segen, sucht den heiligen Turm von Limgrave aus. Hey, Limgrave ist der Anfangsgebiet. Jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier. Sucht den heiligen Turm von Limgrave auf. Limgrave ist das Anfangsgebiet. Der heilige Turm von Limgrave. Limgrave ist doch hier. Hier, da steht Limgrave. Ja, rechts. Ist das Limgrave? Ja. Okay, der heilige Turm von Limgrave. War das davon wohl der Holy Turm? Warte mal. Ja, wahrscheinlich das Ding hier. Aber das ergibt ja keinen Sinn, ne. Der? Ich bin gerade echt am Überlegen, wo man findet, was man mit dem Echo macht. Oh, wahrscheinlich hier. Da. Chat, kurze Bestätigung für meine Vermutung. Ja, okay. Da müssen wir hin, damit. Vorher können wir damit wahrscheinlich gar nichts machen. Das heißt, wir haben die Bossseele, daraus können wir eine Waffe machen, die wir nicht brauchen. Und wir haben Echo, damit können wir noch nichts machen, bis wir nicht da sind. Das machen wir mal kurz mit einem Marker. Ich finde es ehrlich gesagt nicht, was du findest, sind immer die besten Taktiken, Godric zu besiegen. Godric easy. Godric, Alter, Godric schon längst down, Junge. Ja. Die beste Taktik, um Godric zu besiegen, ist... Quali. Von der Quiz ist Quali, Junge. Kannst du irgendwo... Mit dem Echo kann man auch einen Drachenkopf bauen, sagt Zintos. Einen Drachenkopf bauen? Wie habe ich mir denn das vorgestellt? Wir gehen mal in die Tafelrunde zurück. Kannst du mal in den Vorraum gehen, wo das vorige Feuer war? Da oben. Warum? Vielleicht die Nachricht da hinsetzen. Das können wir gerne machen. Dass man die Qualle benutzen soll, dann wissen die anderen zumindest Bescheid. Oder steht das da schon? Ich ertrage das nicht. Der andere war schlimmer. Der andere war wirklich viel schlimmer. So, nutzen. Was haben wir denn überhaupt für Vorlage? Ich kenne alles noch nicht. Keine Voraus. Quali voraus benötigt. Gegner, Leute, Dinge, Objekt, etwas, Leiche, Sarg. Karte, Material, Bumelgras, Baum, Sonne, Pilz, Träne, Kristall, Schmetterling, Insekt. Das passt alles nicht so wirklich. Geister, Quelle ist nicht Qualle. Nee, Kampftaktiken, Aktionen, Situationen, Orte, Richtungen, Körperteile, Affinitäten, Konzepte oder Phrasen. Ich glaube Qualle. Oh, Gift vielleicht. Gift ist vielleicht ein Hinweis zumindest. Ja. So, wo ist Gift. Ist das eine Kampftaktik? Nee. Aber vielleicht, warte mal, Nahkampf, Fernkampf. Stiller Verbündeter. Stiller Verbündeter? Ja, aber dann wäre das ja, das kann alles bedeuten. NPC. Bei Gegner. Dann bei Gegner? Was finden wir denn bei Gegner? Köder, Untote, Soldat, Ritter, Dulu. Zauberer, Geschütz, Monarch, Geschütz könnte auch sein, Riese, Pferd, Hund, Wolf, Ratte, Bestie, Vogel, ja, geschützt Abdur, Schlange, Krabbe, Garnele. Ja. Oktopus benötigt? Ja, Oktopus. Das ist kein Oktopus, aber das ist das nächste. Das ist zumindest nah dran. Ja. Oder Scharfschütze, aber... Dann fangen die Leute an, mit dem Bogen zu schießen. Ich finde Oktopus... Also ich finde Oktopus Quali super. Ist jetzt Oktopus. Das versteht doch keiner. Was? Natürlich. Easy Snack. Gar kein Thema. So,
So, bevor wir jetzt hier weitergehen, was wir sicherlich sofort machen, ich find's geil, wie der dem hier in diesem Drachen einfach aus dem kompletten Kopf den wieder abgeschlagen. Das Witzige ist aber, muss ich sagen, die Drachen haben alle den gleichen Kopf. Der erste Drache, den wir besiegt haben, hatte den gleichen Kopf vom Aussehen wie der zweite, der da oben im Nordwesten ist, als auch wie der den da jetzt abgemacht hat. So, hierhin wurden wir geschickt vom O-Weisen Chatty. Octopussy ist ein James Bond-Teil, das kannst du ruhig schreiben. Ja. Der kam letztens sogar noch im TV, wo ich mir gedacht habe, holy shit. Tür zu, neue Leute. Interesting. Da. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. Ja, weiß ich. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. Der gibt. You defeated him. You should have it. Make good use of it. Ich tue irgendeinen Scheiß, oder? Make a habit of scavenging corpses. Arsenal-Talisman. Ah, yes. Ah. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensher's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. Ja. I'm sure talking to him will be worth your while. Sag mal, war die Leiter da eng? Ja, die, da hast du vorhin schon mal versucht hochzuklettern. Okay, wir haben mal wieder einen neuen Talisman bekommen. Und zwar diesmal den da oben. Erhöht maximales... Oh, es... Okay, es ist nicht ganz Havels Ring. Ein Eisentalisman, der einen Haufen Waffen ähnelt, erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht. Dieser Talisman entstand aus einem ungewöhnlichen Großschwert, das einst ein rachsüchtiger Held trug. Ja, das ist nicht Havel, aber macht genau das Gleiche. Ja, weniger würde ich sagen, aber das könnte man trotzdem, könnte man drüber nachdenken, falls wir was anderes anziehen wollen. Unausgeben, let's go. Ja, chillt doch mal eure Base. Eine Klangperle haben wir immer noch nicht, ne? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Was uns fehlt, ist die Echo-Tante. Das stimmt. So, hier ist jetzt zu. Jo, da kommen wir tatsächlich nicht mehr rein. Okay. Ja, da war jetzt zugemacht. So, warum sollten wir jetzt hier hingehen? Kannst mal mit der reden. Ein Umarmen kannst du ja ablehnen. I am pleased. Would you like me to hold? Ich will immer nur knuddeln. Hauptraum. Ja? Irgendwas im Hauptraum, sagt der Shit. Aber ich bin im Hauptraum. Okay. Hauptraum. Hauptraum. Oh, die Tür ist jetzt offen. Okay, interesting. Und da vorne steht jemand. Da dachte ich mir schon fast, ne? Die eine Tür geht zu. Nee, hier steht niemand. Nee, hab ich nicht vor. Doch, hier steht wohl jemand, der Dude. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ich habe Godric besiegt. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on. Okay. Oh, der hat... Lol. Der hat uns Rapier plus 8 gegeben. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Okay, auf plus 8 ist das aber auch nicht so... Oh, ne. 136 plus 45 macht immer noch weniger Damage als wir. Aber hat Schimmerphalanx als Talent. Sollten wir uns vielleicht mal angucken. Die bevorzugte Waffe des Zauberers Rogier. Um ihr volles Potenzial zu nutzen, braucht der Träger viel Geschick. Wahre Meister entwickeln mit dieser Waffe einen Stil, bei dem jeder Angriff fließend in den nächsten übergeht. Talent Schimmerphalanx, ein Talent der verzauberten Ritter, die der königlichen Familie von Karia dienen. Erzeugt einen Bogen magischer Schimmerklingen über euch, die Gegner automatisch angreifen. Setzt mit einem starken Angriff nach, um einen Sprungstoß anzuhängen. Okay, das klingt erstmal interessant.
Klingt ja erstmal interessant. Moveset können wir uns hier nicht angucken, Chat. Wird Standard-Rapier sein. Gehe ich auch mal stark von aus. Wir werden jetzt hier aber nicht getötet, oder? Oh Leute, die leben. Das erinnert mich an Dark Souls. Ja, aber volle Kanne. Zwei Finger. Ach, da, oh, das sind zwei Finger. Das sind zwei Finger. Okay, weißt du was? Ich level erstmal. Genau. Leute, nee, Moment. Oder? Vier noch. Hä? Sollte das nicht irgendwie geboostert sein? Durch das hier? Ah ja, ist es auch. Aber nicht Glaube, sondern die meisten anderen Sachen. So, hallo? Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers. Envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances. Danke, Agent Maximus. Yet house the power. Agentus Maximus hat sich mit einem Geschenkabo von Tessia bedankt und 5 Abos verschenkt. Danke. I will lend you the strength of the fingers. Do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Doch, doch. Ah, great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind. The tarnished. Listen. The fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads.
take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation. A runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Gibt's da jetzt noch mehr zu oder wiederholt die das dann jetzt einfach alles? Du kannst sie wegdrücken. Ah, die wiederholt das alles. Dammit. War das erste auch nur eine Gesprächsoption oder? Ich glaube nicht. Ah. Wie nur für die Macht der Echos könnt ihr die Kraft des Namensgebers empfangen. Jedes Echo kann euch eine Kraft liefern. Sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Nehmt mit Hilfe einer Finger. Achso, ja, was ist denn die Kraft? Also so, erhaltene Macht ist entweder die Axt oder. Kann ich das dann noch auswählen, warte? Ah ja. Oder der Drache. Das ist der Drachenkopf. Der braucht aber auch 20 Stärke. Klaus Malzbier hat gerade nochmal 10 Subs verschenkt. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, der verpflanzte Drache ist ebenfalls eine Stärkewaffe belastenderweise. Sicher? Also hat zumindest 20 Stärke als. Das skaliert halt auch mit Stärke, Geschicklichkeit und Glaube. Ja. Also 20 Stärke ist halt schon krass. Macht halt Feuerschaden. Ja, 20 Stärke als Dex Faith Build ist zu viel. Ja, finde ich nämlich auch. Okay, die Godrics Axt. Eine Großaxt von Godric, dem Verpflanzten. Eine Bestie ziert diese goldene Axt als Symbol für die Stärke von Godfrey, dem ersten Eldenfürst und Patriarchen des goldenen Stammbaums. Ich befehle euch, kniet, denn ich bin der Herr über alles Goldene. HP Crusher, das werden wir auch, denke ich, machen. Das ist wie die Bossseelen von früher, wenn du die nicht brauchen kannst. Einfach snacken, ne? Lässt du die einfach platzen und kriegst Runen draus. Oder der verpflanzte Drache, das ist dann quasi auch eine Hand. Die Manifestation, ja, so wie er das hatte, wahrscheinlich so als Handschuh. Des Drachenkopfes, der auf Godrics linken Arm verpflanzt war, verwandelt den Arm des Trägers in einen kleinen Drachen, sodass scharfe Drachenfänger aus seiner Faust wachsen. Diese Waffe lässt sich nicht beidhändig führen. Einzigartiges Talent, seht es mit eigenen Augen, gewährt dem kleinen Drachen einen kurzen Einblick in das Leben und stößt ihn gern Himmel, damit der Feuer auf einen weiten Bereich vor ihm spaltet. Ist natürlich nice, aber wie gesagt, 20 sind ein bisschen krass. Steintroll, wie lange wir noch warfen, weiß ich heute gar nicht. So, ich schätze mal noch 2 Stunden. Go forth. Let the words of the fingers guide you. Okay, haben wir hier noch Begeisterung! Naja, ich meine, du hast jetzt eine Audienz bei den 2 Fingern gehabt, ne? Also der eine Spacken, der mal dran ist mit, du hast hier nichts verloren. Ja, ohne Witz. Der ist so pissed, der hat direkt die Tür... Tür wieder aufgemacht. Ah, so läuft der Hase nämlich, mein Freund. You've received the wisdom of the 2 fingers, have you not? Then, just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge to be all-knowing. Yeah. You now belong to a select group of fellows. Okay. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Echt, die Finger holen dich nicht so ab, meinst du? Schade, aber kann ich nachvollziehen. We of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgott, the Grace Given. Veiled Monarch and Lord of Laemdel, and Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Oh, moin, Alter. So, Godric the Grafted, Lord of Storm. Willst jetzt alle durchgehen? Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord. Nicht?
He's a grotesque old fool grasping for power. Wir müssen doch wissen, wo die sind. Also ich meine, den haben wir besiegt, aber ich... But I suspect you know that well enough already. Komm. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Okay, Caelid, wissen wir, wo das ist? Frage mich auch, das wird halt wahrscheinlich auch nirgendwo markiert, oder? Achso, da waren wir dann mal. Ja, wenn wir die Karte noch nicht haben, ne? Steht da auch nicht, was das ist. Nee. Das Problem ist, wenn du nochmal auf die Karte gehst, wenn ich das richtig deute, dann ist der gesamte Inselbereich da Limgrave. Also das ganze Festland, alles Limgrave. Ja, weiß ich nicht, hier oben ist ja auch irgendwie Leonia. Ja, oder? Da ist Leonia. Also, okay, das steht da dran, aber da hier ist vielleicht so die Grenze. Ja. So. Also muss doch der Turm, weil das eben schrieb jemand, Turm. Die dunklen Runen werden euch am meisten bringen. Dann sollten wir versuchen, da als nächstes hinzukommen. Ja, würde ich auch sagen. Dann wird da oben der Turm von Leonia sein, wo du gerade mit dem Ding warst, auf der Insel. Ja. Das sieht nämlich genauso aus, oder? Kann natürlich gut ähnlich sein. Sorry. Ja, weiß ich nicht. Ja, müssen wir uns jetzt auch nicht alles anhören. Vor allen Dingen, weil ich übelst krass schiffen muss. Ja, das Problem ist, wenn wir uns jetzt alles anhören, habe ich das von dem zweiten gleich vergessen. Ja, das mag gut sein. Deswegen gebe ich das dir. Was hatten wir denn noch so? Warte mal. Also wir haben noch 1500 Runen. Und wir haben noch das Ding, das Echo des Verpflanzten. Das brauchen wir nicht, richtig? Ja. Dann nutze ich das jetzt. Ach so, ich weiß... Ah ne, genau. Ja, genau. Ne, das klingt vernünftig. Nochmal 20.000. Das ist viel. Dann haben wir 40.000 bekommen, wo wir mal gesagt haben, wir brauchen ungefähr 65. Das werden auch wieder zwei Level sein. Noch zwei Level, wir haben die Sense. Alter, ich werde halt nicht aufhören, bis wir diese Scheiß-Sense nicht benutzen können. Rip-duplizieren. Kann man die wirklich duplizieren und dann zweimal benutzen? Also 40.000 Runen bekommen? Da habe ich jetzt nicht... Und was braucht man zum Duplizieren? Ich meine, jetzt haben wir das eh schon gemacht. Ah, dann ist das Duplizieren verbraucht. Das kann man nur einmal in dem Mausoleum. Ja, nee, also Duplizieren für dann die Runen. Ich weiß nicht, ob das Smarteste ist. Puh, ich dachte schon, das kann man immer duplizieren, wie man lustig ist. Beziehungsweise muss irgendwelche Mats sammeln. Aber wenn es dann wirklich eher dafür gedacht, wenn du beide Items zu einem Echo haben willst. Damit du nicht New Game Plus machen musst. Aber okay. Na hey. Also selbst wenn, ne, es passiert, ist es ein bisschen ärgerlich. Aber wenn man dann das Duplizieren nicht mehr nutzen kann. So, uns fehlen noch zwei Level. Ich bin ein bisschen excited, muss ich sagen, mittlerweile. Während Peter weg ist, da es Peters Try eigentlich ist, sie zu spielen. Und wir gerade keine Runen haben. Gehen wir doch nochmal los. Das ist immer so ein. Das ist so wie Angeln in Lost Ark. Das kann man immer mal so zwischendurch machen. Dann macht man das ein bisschen, dann hat man keinen Bock mehr. Und dann wartet. Hi. Beugst du dich nicht mehr? Das klappt.
Das finde ich immer frech. Ich war hinter dem und habe nicht ge... Okay. Ist das ein Random Invader? Nee, nee, der ist immer da. Also das ist kein PvP-Gebiet hier, das ist ein NPC, der spawnt da. Den haben wir nur noch nicht besiegt. Der geht ein bisschen ab mit Blutungsschaden und Frost und der hat eine Sense. Was stehen denn hier so für Nachrichten? Preise Nahkampf. Starker Feind voraus. Ja, den finde ich echt nicht gerade. Weil es Sprungangriff versuchen, dann abrollen. Okay. Alles klar. Okay, lass mal dich mal verbeugen. Hi. So, komm mal her. War zu früh. Kann nämlich dieser Charakter alles. Zaubern, Nahkampfschaden, schnell sein. So, ein bisschen parieren versuchen. Das habe ich eben ein paar Mal zu früh gemacht. Das war belastend. Das kann ich bei der Sense aber noch schlechter einschätzen als bei diesen verkackten Schwertern. Zaubern können wir auch, ne? Also, muss ja nicht, aber ich denke mal, wird Magieresistenzen haben. Ich glaube, jetzt war es zu spät. Mal versuchen. Okay. Zweihändig auch böse. Bei zweihändig zauberst du wahrscheinlich nicht mehr, rasender Alberich. Der kann auch Tränke trinken. Ja, da hatten wir den auch schon. Ich hatte den mal relativ weit unten. Einfach getrunken, war wieder voll. Deswegen, so weit darf man von dem gar nicht weg. Der Zauber hat gut Damage gemacht. Ja, ist nicht verkehrt, das stimmt. Zauber dauert aber sehr lange. Also hier für den Anfang easy. Ja. Aber jetzt dauert das einfach zu lange. Sich jetzt gebufft. Das interessiert dich dann aber auch einen dicken Scheiß, wenn ich dir einen reinspiele. Du schlägst einfach weiter. Ah, schon wieder. Oh, das war dumm. Noch gemacht. Also selbst wenn wir halt blocken, kriegen wir richtig Damage. Ich hab Bock auf eine Sense. Ich will auch einen haben.
Hat er sich schon geheilt? So nicht, mein Freund. Nein! Du kannst trinken und ausweichen gleichzeitig. Es ist so frech einfach nur. Hier. Kann sich nicht mehr heilen. Das Glas ist leer. Nein, das war daneben. Es ist unfassbar. Wie kann er den letzten Hit durchgehend dodgen? Jetzt aber. Nice one. Der Rasen Albrecht. Eine Krummfingermedizin haben wir bekommen. Und eine Spötterzunge. GG Chat. Was war das? Das war so eine Hand, oder? Ja, Moment. Was heißt denn die Hand? Was? Ne. Das ist ja schon wieder dein Handy runtergefallen. Eventuell. Das ist echt ein guter Joke. Ja, warte mal. Da ist ja. Lockt Eindringlinge an. Ah ja. Na gut. PvP-Item. Achso, die spöttische Zunge? Ja. Achso, warte mal. Wieder bestimmt einen Text. Lockt Eindringlinge an, ermöglicht Invasion in eure Welt, ohne dass Krummfingergäste anwesend sind. Verkürzt außerdem die Abstände zwischen Zeitfenstern, in denen Invasionen möglich sind. Ermöglicht zusätzlich die Ankunft eines zweiten Eindringlings, wenn ein Gast anwesend ist. Bei zwei Eindringlingen wird die Anzahl der Koop-Gäste auf 1 begrenzt. Wait, wie viele Koop-Gäste kann man denn haben? Dann scheinbar 2. Krass. Na, guck mal, jetzt können wir uns hier unten noch ein bisschen bewegen. Gibt's einen Koop-Modus? Ja. Es gibt in der Tat einen Koop-Modus. Und hier können wir jetzt nicht mehr rein. Da kommen wir wieder raus. Als wenn die jetzt die Seitendinger zugemacht haben. Aber die Tür ist jetzt offen, die vorher zu war. Nee, ist was anderes. Das hier war immer schon... Nee, das stimmt, da hast du schon mal ein Item geholt, ne? Aber hier nicht. Die Schuhe? Doch, hier habe ich schon mal eingeholt. Da bin ich genau hingesprungen. Ja. Wer auch immer das ist. Sieht sehr verbrannt aus. Da war ein Item, oder? Wo? Ich habe jetzt noch keins gesehen. Vielleicht meinst du den Text? Hier ist nix. Vor der Tür draußen. Mhm. Achso, da hinten. Nee, das ist zum Zurückporten. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so das Einzige, was man hier noch machen kann. Das war einfach nur hier. Man kann das Tor nicht aufmachen, das ist ja enttäuschend. Ich dachte, man kann das Tor irgendwie. Das hier, meinst du? Nee, eins von denen, dass man verbunden ist zu der anderen. Also, dieses Tor führt ja wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist das Tor, was wir kennen, quasi. Von der Tafelrunde. Wenn du in den Keller gehst, dann ist ja eines der Tor. Genau so ein Tor ist ja zu. Ah. Ja, sonst hätten die wahrscheinlich das hier nicht gemacht. Ja, das verstehe genau. Ich dann aber auch nicht. Ja, die kann man nicht aufmachen. Na gut. Dann einfach zurück. Wäre doch nichts gegeben an Runen. Der Chat meinte natürlich, wir hätten das Echo natürlich duplizieren können. Für 40.000 Runen. Aber. Du kannst halt im Mausoleum ja nur einmal machen. Genau. Die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, nur für echt für Ruhm. Wir wollen ja bestimmt ein Echo duplizieren, wo wir beide Waffen zu haben wollen. Falls es genau, ich würde natürlich trotzdem zugeben, dass das von mir nicht nachgedacht war und ich einfach gesagt habe, bumm, gib mir die Runen, aber... Nein. So. Müssen wir nie wieder da runter erstmal. Bitteschön.
Warst du tot? Ah, ne, ich hab dir den. Nö, du hast mir den gegeben und ich hab mir gedacht, solange du weg bist, können wir da den komischen Typ versuchen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Du warst jetzt gar nicht mehr in dem. Habt ihr schon das Fläschchen zum Mischen im Inventar? Nein. Nein, wir haben das noch nicht gefunden. Wir haben das immer noch nicht gefunden. Ich wette, das ist irgendwo in dem Anfangsgebiet. Das ja, muss es ja. Craven to the bone, pushing me about like that, and after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it, feel my bloody wrath. Das fühlt sich, glaube ich, gut. Ich glaube, das ist der Dude, der uns den Tipp gegeben hat. Ja, der mag den wohl nicht so sehr, aber... Oh, hello there. This weasel was Godric was all. Das ist die richtige Leiche von Godric. Ich glaube, das was übrig bleibt. He deserves thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Schadenfreude ist real. I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Von mir aus? Now, ich dachte, wir sollen das jetzt entscheiden. Nein. Wir sind irgendwie nicht sein neuer. Also ich war, stimmt. Ihr habt natürlich, es gab in dieser Burg scheinbar immer noch diesen Typen, der uns zwischendurch einfach mal ein paar Runen geklaut immer hat. Ja, das habe ich immer noch nicht verstanden, ey. Aber wie, wenn der unsichtbar ist, wie sollten wir den finden? Oder auch wo? Das war der? Das war der vom Anfang? Das glaube ich nicht. Achso, genau, den Rapier wollte ich euch jetzt zeigen. Ja, der war das. Wie? Das ist immer stichen. Rapier ist immer zustechen. Stich, achso, ist das ein Spoiler? Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, will ich das wirklich wissen, diese Information? Das ist schon hart. Wenn du gerade beim Testen bist, ne? Ja. Also volle FP. Ja. Du musst den ja nicht anvisieren, aber kannst du in irgendeine Richtung mal den... Lol, das ist Warding... Ne, Homeward Zauber. Kannst du mal in irgendeine Richtung so lange zaubern, bis du mad bist. Mad? Ja. Warte mal, ich will den erst probieren hier. Oh, okay. Das ist eine ganz coole Weapon Art, tatsächlich, finde ich. Hm. So, jetzt wird sofort noch gezaubert. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel FP haben, um natürlich. Ich weiß gar nicht, du musst das wahrscheinlich viermal machen oder so. Achtet mal nicht in die Richtung von dem. Das wahrscheinlich schnell hintereinander machen. Nochmal. Ah doch. Könnte klappen. Kriegst Schaden. Schaden, unsere FP sind leer, wobei ich nicht weiß, ob die vorher nicht eh schon leer waren. Und unsere Augen leuchten im Feuer. Aber, also wir haben halt Damage bekommen. Mehr als vorher. Ich hätte auch gedacht, das wäre ein bisschen krasser. Aber dafür, dass das halt im Kampf passieren kann. Ja, wobei. Wir waren halt gestaggert. Also, wenn uns das im Kampf passiert, wäre das schon ganz schön heftig. Ja, das ist ein Todesgrund. Hello? Okay, schauen wir doch mal, was wir hier sehen. Warte mal, das ist der Raum aus dem. Da oben.
Das ist der aus dem Loading Screen. Okay. Frauen scheinen überall gleich zu sein. Wir können rechts oder links gehen. Ich gehe erstmal links. Wir können hier nicht angreifen, by the way. Das klingt nach NPCs, die wichtig sind. Und wir können wieder angreifen. Dann Boy, gehen wir doch mal in die andere Richtung. Irgendwas. Kannst du mal von hinten den Stuhl begutachten? Na klar. Okay. So ein Dark Souls 3 Ding. Steht immer hinten drauf, von wem der Sitz ist. Okay, und hier ist nix. Hier kommt noch jemand hin. Oder? Also ein Gebiet, wo du keine Waffe benutzen kannst. Ja, das wundert mich halt auch. Hier kommt noch jemand hin. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich verstehe nicht ganz, warum man. Achso, doch, hier ist eine Leiter. Na gut. Schabrire-Traube? Traube. Traube. Wird da was zum Snacken sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Dann was zum Herstellen. Nein. Hä? Haben wir es übersehen? Warte mal. Nein. Da ist nur nicht. Das Gefäß. Sortier mal wieder um. Aber es ist jetzt so, müsste es ja. Achso, Moment, wo habe ich es denn jetzt gerade drauf sortiert? So, hier kann ich gar nicht sortieren. Hier kann ich sortieren. Da. Ah, da. Vergilbender und tief triefender Augapfel eines Kranken. Der vergilbende und triefende Augapfel eines Kranken. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig wie eine große, überreife Traube. Gebt dies der blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Die blinde Jungfer. Ja, die mit dem... Ja, die leider schon tot ist. Ja, die ist tot, ne? Tja. Ab wann im Spiel man Sachen herstellen kann? Relativ am Anfang. Das ist ja jetzt doof. Oder so, sogar super am Anfang. Musst du nur kaufen. Ah. Das ist timingtechnisch alles doof gelaufen. Ja, es ist doof gelaufen. Warum ist sie tot? Weil die ermordet worden ist. Wir schätzen immer noch von den Halbmenschen. Dafür, dass der Eingang auf der einen Seite so krank ist, ist der Ausgang ganz schön unspektakulär. Allerdings. Oh, hello there. Wer bist denn du? Wo reden mit dem Geist? Warte. Die hat keine Augen. Ja, okay, mit der können wir sofort noch reden. Warum gehst du nicht zu früh? Weil wir mit dem Geist reden sollen. Macht das nicht Sinn, das zu supporten? Mit dem Geist hier vorne? Ach so. Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Boah, echt gut, dass wir mit dem noch gesprochen haben. Wäre echt scheiße gewesen, wenn wir das verpasst hätten.